Rezession ist eines der am meisten gegoogelten Stichworte im Moment. Wir beschäftigen uns auch mit diesem Thema, fragen, was ist eine Rezession und vor allen Dingen, ist sie unabwendbar? Warum hat sich die wirtschaftliche Lage so deutlich verschlechtert? Ja, Anfang des Jahres sah es noch überhaupt nicht nach einer Rezession aus, ganz im Gegenteil. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wurden allgemein sehr positiv interpretiert. Die realwirtschaftlichen Daten deuteten darauf hin, dass wir ein gutes Jahr 2022 erleben würden. Die Frühindikatoren waren alle mehr oder weniger positiv. Doch dann kam der Februar, dann kam der russische Überfall auf die Ukraine und dieser hat das gesamte Bild ins Wanken gebracht. Das liegt zum einen daran, dass dieser Krieg ja mittlerweile schon 4 Monate oder mehr als 4 Monate andauert. Viele tausend Tote in der Ukraine. Und momentan sieht es nicht danach aus, dass hier eine schnelle diplomatische Lösung gefunden werden wird. Russland hat sicherlich den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung unterschätzt, hat auch unterschätzt, wie sich die Waffenlieferungen des Westens auf die Ukraine auswirken würden. Aber umgekehrt muss man sagen, hat natürlich auch der Westen unterschätzt, welche Auswirkungen dieser Krieg auf die eigene Wirtschaft haben würde. Man hat Russland mit Sanktionen belegt. Und im Moment sieht es gar nicht danach aus, als ob diese Sanktionen so stark negativ auf die russische Wirtschaft durchschlagen. Ich glaube, man muss immer vorsichtig sein, weil man natürlich nicht die Datenlage wirklich komplett kennt und die möglicherweise auch geschönt ist und nicht den wirklichen wirtschaftlichen Tatsachen entspricht. Nur im Moment hat man eher den Eindruck, dass Russland mit den stark angestiegenen Rohstoffpreisen ganz gut umgehen kann. Man verkauft zwar weniger, doch wird dieser negative Mengeneffekt durch den positiven Preiseffekt ausgeglichen. Das heißt also, die Einnahmen sprudeln weiter. Und das liegt natürlich auch daran, dass sich nicht alle Länder an den westlichen Sanktionen beteiligt haben. Also vor allen Dingen die großen Schwellenländer, wir sprechen von China, von Indien, aber beispielsweise auch von Südafrika, die nutzen die Gelegenheit, die russischen Rohstoffe günstiger einzukaufen, günstiger als es auf dem Weltmarkt möglich wäre. Und dementsprechend führt das natürlich dazu, dass sich die russische Einnahmensituation bisher gar nicht so dramatisch verschlechtert hat. Umgekehrt die Situation hier bei uns. Denn gerade in Europa müssen wir natürlich die hohen Rohstoffpreise tragen. Wir zahlen Weltmarktpreise. Und das hat mit dazu beigetragen, dass die Inflation so stark angestiegen ist. Sie ist auf einem 40-Jahres-Hoch. Und dementsprechend bedeutet das auch, dass die Geldpolitik zum Handeln gezwungen ist. Sie hat schon gehandelt in vielen Ländern. Oder beispielsweise die Europäische Zentralbank hat in Aussicht gestellt, jetzt die Zinsen zu erhöhen. Und das kommt zur Unzeit. Denn normalerweise in einer Phase, in der sich die Wirtschaft abschwächt, und dafür gibt es ja untrügerische Zeichen, hat in der Vergangenheit die Geldpolitik eigentlich immer wieder begonnen, Gas zu geben, wurde expansiver. Und das ist jetzt definitiv nicht der Fall. Das heißt also auch hier, die stark gestiegenen Rohstoffpreise, die verhindern, dass die Geldpolitik expansiver werden kann. Was ist eine Rezession? Was ist eine Rezession? Dafür gibt es eigentlich keine so ganz allgemeingültige Definition. Volkswirte sprechen eigentlich von einer Rezession, wenn es zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Abschwächung kommt, einer erheblichen wirtschaftlichen Abschwächung. Nur, was bedeutet erheblich? Das ist jetzt nicht definiert, dass das ein Rückgang von x Prozent in der Wirtschaftsleistung sein muss. Insofern, es hat sich eigentlich ja eingebürgert, auf verschiedene Wirtschaftsindikatoren zu gucken, beispielsweise auf die Einkommensentwicklung. Was macht der Arbeitsmarkt, die Beschäftigung, Einzelhandelsumsätze, also wie entwickelt sich der private Verbrauch oder auch die Industrieproduktion? Weil all diese Daten natürlich nicht unbedingt ein einheitliches Bild ergeben, ist man dazu übergegangen, vor allem auf das Bruttoinlandsprodukt zu schauen. Das ist ja quasi der allumfassendste Indikator für die wirtschaftliche Aktivität. Und es gibt beispielsweise die Definition einer technischen Rezession. Diese liegt vor, wenn das Bruttoinlandsprodukt, das reale Bruttoinlandsprodukt, 2 Quartale hintereinander gefallen ist. Lässt sich eine Rezession nicht mehr abwenden? Eine Rezession lässt sich eigentlich immer abwenden, insbesondere wenn es eine Rezession ist, über die eigentlich jeder spricht, weil es ist kein Überraschungseffekt mehr da. Und das bedeutet natürlich, dass sich die Wirtschaftssubjekte, also Unternehmen und Privathaushalte, Zentralbanken natürlich auf dieses Szenario einer möglichen Rezession auch einstellen können. Und das macht es natürlich auch so schwierig, eine Rezession zu prognostizieren, weil die dann nicht unbedingt eintreffen muss. Wenn man sich mal die aktuellen Daten anschaut, muss man aber schon sagen, insbesondere hier bei uns in Europa, auch in Deutschland, haben sich die wirtschaftlichen Frühindikatoren zuletzt sehr, sehr deutlich abgeschwächt. Das zeigt also, die Wirtschaftsaktivität lässt nach. Wir haben ohnehin eine Phase der Stagflation, also die Wirtschaft in Deutschland ist schon
seit längerem nicht mehr richtig gewachsen. Das hatte letztes Jahr noch mit der Corona-Pandemie zu tun. In diesem Jahr spüren wir hier schon seit geraumer Zeit die Auswirkungen des Krieges, die Auswirkungen der hohen Inflation. Ganz kurzfristig, jetzt im dritten Quartal, glaube ich, wird die Wirtschaft wachsen. Das zeigen die meisten Frühindikatoren noch an. Wir werden, glaube ich, ein drittes Quartal haben, das noch sehr stark von den positiven Effekten des Tourismus geprägt ist. Die Leute, viele Leute, nicht alle, aber viele Menschen haben noch Geld auf dem Sparbuch und wollen endlich mal wieder verreisen, wollen es sich gut gehen lassen. Das wird die Wirtschaft im dritten Quartal noch tragen. Die Frage wird sein, was passiert danach? Und da kommt man vor allen Dingen zu der Frage, ist die Versorgungssicherheit mit Energie gewährleistet? Wir alle wissen, dass die Gefahr besteht, dass Russland den Gashahn komplett zudrehen könnte. Das würde die deutsche Wirtschaft sehr stark treffen, insbesondere das verarbeitende Gewerbe sehr stark treffen. Denn die Gasspeicher sind im Moment nur bis etwa 60% gefüllt. Das ist zwar ungefähr so wie im historischen Durchschnitt, aber klar, wenn kein weiteres Gas kommt in großen Mengen, dann wird eben der Gasspeicher sich nicht weiter erhöhen können. Und das würde dann möglicherweise zu großen Problemen im Winterhalbjahr führen. Das heißt also ab dem vierten Quartal, glaube ich, da wird man genau hinschauen müssen, da nimmt das Risiko einer Rezession deutlich zu. Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Rezessionen sind normalerweise ein Umfeld, in der sich die Aktienmärkte immer schwer tun. Das hat damit zu tun, dass die Unternehmensgewinne in einer solchen Phase eher zurückgehen. Und die Unternehmensgewinne sind für sich genommen eigentlich so die wichtigste Triebfeder für die Aktienkurse. Sinkende Gewinne bedeutet im Normalfall auch sinkende Aktienkurse. Auf der anderen Seite, das darf man nicht vergessen, die Aktienkurse sind jetzt schon sehr stark gesunken. Das heißt also, die Frage ist, was ist schon eingepreist? Dadurch, dass alle eigentlich davon ausgehen, dass sich die Wirtschaft stark abschwächt, dass es vielleicht auch zu einer Rezession kommt, kann man wohl davon ausgehen, dass hier auch einiges in den Kursen schon drin ist. Wenn man mal einen Blick in die Historie wirft, dann sieht man, dass die Aktienmärkte sich vor allem vor einer Rezession, vor dem Beginn einer Rezession und so ungefähr bis zum wirtschaftlichen Tiefpunkt sehr, sehr schwer tun. Aber auch da gibt es jetzt keine allgemeingültigen Verhaltensmuster. Das ist so, manchmal läuft der Aktienmarkt der Wirtschaft vorweg, manchmal hinterher und insofern wirklich so ganz verlässliche Verhaltensmuster gibt es nicht. Was man aber sieht, ist, dass im Normalfall mit dem Erreichen des wirtschaftlichen Tiefpunktes auch die Aktienkurse ihren Tiefpunkt erreicht haben und sich danach meistens sehr deutlich erholen. Und das bedeutet, dass wir insbesondere die Frühindikatoren im Blick behalten, denn die signalisieren einen wirtschaftlichen Tiefpunkt viel früher, als das jetzt beim Bruttoinlandsprodukt normalerweise der Fall ist. Das heißt also, wenn wir sehen, dass die Frühindikatoren, beispielsweise Einkaufsmanager-Indizes oder hier in Deutschland der IFO-Geschäftsklima-Index, wenn die ihren Tiefpunkt durchschritten haben, dann kann man auch wieder aufatmen und dann verbessern sich auch die Perspektiven für den Aktienmarkt.